Zusammenbleiben war das oberste Gebot der letzten Folge. Ob das richtig oder falsch war, sehen wir wie immer heute in Until Dawn. Hallo und recht herzlich willkommen. Wozu braucht hier jemand eine Kühlanlage? Es ist eiskalt. Gott allein weiß, was bei denen im Kopf vorgeht, Ash. Könnte eine Kühlanlage Nebel erzeugen? Oder könnte man Leichen kühlen? Willst du vielleicht auch mal irgendwas machen, Chris? Oder stehst du irgendwie nur blöd in der Ecke rum und bist irgendwie nur so Protagonist? Okay, ich sehe es, Schweine. Das sind Sams Kleider, das ist... Krank. Das ist total krank. Dieser Psycho war also hier unten, ganz sicher. Glaubst du, er ist immer noch hier? Ich hoffe nicht. Was soll dieses Ding überhaupt hier? Das würde ich auch gerne wissen. War Sam damals auch mit dabei? Und er hatte ja ihre Klamotten geklaut, als Sam beim Baden war. Buttcam. Das hatten wir in letzter Zeit öfter. Machen die das extra nur bei ihr oder was? Oder damit wir dran denken, dass sie die Schere am Arsch klemmen hat? Wir wissen es nicht. Überall ausgeschlachtete Schweine. Bitte, nein! Sam! Wir retten Sam, egal was kommt. Und wenn wir 10-mal die PlayStation abstürzen lassen müssen, wir retten Sam. Ich mach das ohne Scheiß. Wenn Sam drauf geht, mach ich sofort die Play-Z aus und spiele es nochmal. Wir retten Sam. Oder machen wir das nicht? Vielleicht retten wir sie auch so. Da rein. Meistens kommt es ja nie auf Zeit an. Also außer bei diesen Entscheidungen, die wir treffen müssen. Hier gibt es nichts zu sehen. Vielleicht können wir nochmal irgendwo von der Seite reingucken. Hier? Nein. Okay. Es gibt zwei Türen. Die große Tür und die kleine. Welche würdet ihr nehmen? Den Seiteneingang oder den Haupteingang? Was ist die richtige Wahl? Häufig war es so, dass die direktere Wahl eine bessere war, glaube ich. Aber meistens liege ich ja so oder so falsch. Oh, Chris! Oh nein! Hallo? Sam? Ah, die ist tot. Sam! Chris! Ist sie tot? Wo bin ich denn? Sie ist nicht tot! Woher weißt du denn? Sie atmet noch! Was zur Hölle hat sie? Sie ist bewusstlos. Oh nein, 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 das ist übel, ganz übel. Wir müssen sie hier rausschaffen. Oh, shit. Lass sie, geh weg. Bleib mir gefälligst beim Lauf. Der nach Ash. Oh, scheiße, Ash. Was hat er mit dir gemacht? Sie sitzt direkt vor ihm. Er hat mich geschlagen. Shit, ich mach den Wichser sowas von fertig. Was ist das? Das ist er. Nein, Chris. Das ist der Typ, der Josh umgebracht hat. Oh Gott, nein. Oh. Du perverses Stück Scheiße. Du Monster. Zieh dich um, wir werden sterben, Chris. Ich will noch nicht sterben. Niemand wird hier sterben. Ich wollte dir nur sagen, es ist so unfair. Was?
mir was sagen? Chris, es ist zu spät. Chris, was soll das bringen? Hör auf, sag's. Wir reden immer drumherum. Und jetzt, ich meine, wir haben so viel Zeit verschwendet. Nichts davon war verschwendet. Was soll das heißen? Jede Sekunde, die ich bei dir war, ich hätte meine Zeit nie anders verbringen wollen. Was meinst du damit, Chris? Tut mir leid. Ich hätte sagen sollen, was ich fühle. Chris. Ashley, ich schwöre, wenn wir hier rauskommen. Oh Gott! Ah! Ashley, ich hol dich hier raus. Ich lass dich nicht sterben. Oh no, meine kleinen Versuchskaninchen. Oh Scheiße. Chris. Hab keine Angst. Oh, das solltest du auch, Ash. Denn hier kommt der Clou. Chris hat schon eine tödliche Entscheidung getroffen. Und die nächste wartet schon auf ihn. Chris, du kannst die Waffe da vor dir nehmen und Ashley erschießen. Oder du erschießt dich selbst. Wer übrig bleibt, darf leben. Nur du entscheidest. Sei doch nicht albern, Chris. Kurze Überlegungspause, meine Freunde. Das ist das Erste, was mir durch den Kopf geschossen ist. Chris kann eigentlich jetzt nicht der Täter sein, wenn er sich eventuell selber erschießen könnte. Aber wenn alle überleben könnten, kann er jetzt dieser Todesfalle nicht ausgesetzt sein. Oder eine vorhergegangene Entscheidung hätte getroffen werden müssen, damit wir gar nicht erst in diese Situation gelangen. Ich habe das ja damals schon bereut, wo das mit der Kreissäge war, dass ich mich da irgendwo zu entschieden habe. Wir haben ja auch jederzeit die Möglichkeit in Until Dawn zu sagen, wir lassen es einfach geschehen und wir gucken, was einfach passiert. Wenn wir selber nicht agieren, wenn wir selber nicht sagen, derjenige soll sterben oder der andere soll sterben. Wollen wir das riskieren? Wollen wir eventuell beide opfern? Wollen wir eventuell beide sterben lassen? Indem wir jetzt einfach die mutigste Entscheidung wählen und nicht Chris einen Kopfschuss verpassen? Oh mein Gott, nein, Chris, stopp, nein, Gott, nein, Chris, oh mein Gott, nein, Chris, nein, oh mein Gott, stopp, oh mein Gott, nein, nein, Chris. Der Psychokampf. Status-Update. Diesmal bist du zu weit gegangen. Siehst du das nicht? Hä? Siehst du nicht, dass dieser Folterporno zu weit gegangen ist? Hä? Also, was gibt dir das Recht, hier Gott mit diesen Leuten zu spielen? Was macht dich zu was Besonderem? Hä? Du bist krank! Ein krankes Schwein! Also, was zur Hölle hast du ihnen angetan? Hä? Was zur Hölle hast du ihnen getan? Psychopath! Psychopath! Was bisher geschah? Ja, meine Freunde, was ist jetzt passiert? Sind beide gestorben? Wir haben ein Achievement bekommen? Dafür, dass wir nicht uns vom Psychopathen haben dirigieren lassen? Jetzt sehen wir nochmal einen Rückblick, schätze ich. Wow, das ist schräg. Hey, Leute, kommt schon! Hallo? Sam? Oh Gott! Chris, nur du entscheidest. Hallo? Zum Glück, wir brauchen Hilfe, bitte! Teufel! Nein! Emily!
Emily! Lass los! Weg! Kapitel 7. Gewalt. 4 Stunden. Bis zum Morgen. Sam lebt. Wach auf. Mike, bist du das? Was? Was? Komm hierher. Geil. Oh Mann, waren die Dinger fest. Oh mein Gott, sei Dank bist du hier. Okay, geht's dir gut? Keine Ahnung, was ich darauf fragen soll. Mir doch egal, wo Jessica ist. Nicht. Wie bist du hergekommen, hierher zu mir? Ein verdammter Irrer läuft hier oben rum. Ja, das weiß ich. Er lebt in einer Art Labyrinth aus Tunneln. Ich wollte irgendwie raus und da war dieses Gitter und dann du. Hör zu, dieser Typ, von dem du sprichst, er hat mich angegriffen. Er hat mir auch Videos gezeigt. In einem davon wurde Josh ermordet. Er wurde zerfetzt von diesem riesigen Scheiß-Sägeblatt. Verdammte Scheiße. Was für ein kranker Scheißfilm ist das denn hier? Hier ist eine Tür. Sie geht nicht auf. Kannst du sie von da aufmachen? Okay, und oh mein Gott, warte, jetzt durchsuchen erst den Raum. Status-Update. Na, komm, da ist was. Da ist da was. Ohne scheiß Videokamera. Er filmt uns. Okay. Hinweis entdeckt, eine Videokamera. Okay, wir werden gefilmt. Das ist jetzt nichts. Eine Videokamera auf einem Stativ, die auf einen Stuhl gerichtet ist. Der Psychopath sammelt Aufnahmen von dem, was hier vor sich geht. Ja. Und in welchem Zusammenhang steht jetzt Dr. Hill mit dem Psychopathen? Und... Au! Mein Gott! Zusammenbleiben. Aus nächster Nähe. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall schon geil. Es ist irgendwie, ist es richtig, richtig geil. Ich habe nicht gedacht, dass es so gut ist. Also am Anfang war es mir teilweise so ein bisschen, ging mir das zu schnell mit der Story-Entwicklung. Aber mittlerweile ist man so drin und es ist so gut. Von der er geredet hat? Oder die? Welche? Die muss es sein. Ich finde auch, wir sollten lieber ziemlich leise sein. Hey. Gott, siehst du schlimm aus. Auch schön, dich zu sehen. Was soll das werden? Tja, also ein Handtuch ist doch nicht das beste Outfit, um Psychokiller zu bekämpfen, weißt du? Würdest du mal, Mike? Ja, klar doch. Wow, das ging aber jetzt ganz schön schnell.
Okay, fertig. Bringen wir es hinter uns. Allerdings. Was war das? Ist das Weinen? Okay. Chris. Was zum Teufel? Du weißt, was Platzpatronen sind? Ich meine echt jetzt? Jetzt mal allem Ernstes. Das war ja das, wo ich glaube ich auch schon mal, was ich schon mal angesprochen hatte, dass er eigentlich der Mörder sein könnte, der seine Schwestern rächt, aber er ist ja zerfetzt worden und er ist ja eigentlich nicht Houdini. Und jetzt mal bitte, oh mein Gott, wieso lebt die, Entschuldigung, verfickte Emily noch, bitteschön? Ich habe Emily sterben lassen. Und Emily war die auf dem Foto mit den ausgekreuzten Augen. Oh mein Gott. Shit! Oh Scheiße! Verdammt! Lara Croft lässt grüßen. Nein! Oh mein Gott! Es hat keiner gesagt, dass ich so eine scheiß Taste hier drücken muss. Okay. Shit! 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 Ist auch mal mit weglaufen gewesen. Oh Gott, das waren 600 Mäuse. Wehe, das klappt nicht. Das war mein Lieblingsteil. Okay, sieht doch gut aus. Ja, toll. Der beschissenste Charakter lebt immer noch. Vermutlich, um den Zuschauer zu nerven. Ist das in den typischen Teenie-Horrorfilmen auch so? Wahrscheinlich. Krankenstation oder was? Irgendwas zu entdecken? Hier noch was? So eine Lore, okay. Bedeutet jetzt nicht viel. Ach, das ist ein Aufzug, oder? Was da auf dem Bild ist.
Okay, vermutlich können wir die Lore hier durchrasen lassen. Erstes einfaches Rätsel. Meine Freunde, wie es mit Emily weitergeht. Und wie sich alles, was wir heute erlebt haben, noch auf das zukünftige Gameplay auswirken wird, sehen wir in der nächsten Folge von Until Dawn. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein!